Mein Name ist Ramona Rauch. Ich führe ein Schutzbekleidungs- und Outdoor-Bekleidungsunternehmen in Rosafeld. Das nennt sich Adventure. www.adventure-rauch.de. Schau doch einfach mal geschwind vorbei. Ich würde euch heute gern das allerneueste Highlight von der Firma Pfanner vorstellen. Und zwar sind wir dieses Mal im Bereich Wäsche unterwegs. Zum Schaffen finde ich das gerade jetzt in der Frühlings- und Übergangszeit eine wirklich tipptopp Sache. Es ist ja doch immer mal wieder, wenn die Sonne rauskommt, recht warm. Der ganze Kittel ist dann noch zu viel, aber ganz ohne geht es halt doch nicht, weil doch nur Luft geht. Deshalb finde ich da Wäsche immer eine super Sache. Ganz neu rausgekommen ist die Klima-Air-Wäsche in der Farbe Neonrot. Zusätzlich gibt es die Wäsche dann auch noch in der Farbe, jetzt habe ich es mal provisorisch auf einem Blatt Papier ausgedrückt, hochprofessionell, grau-schwarz. Und ab Juni lieferbar gibt es das Ganze dann auch noch in schwarz. Und was die Wäsche auszeichnet, ist, sie hat ein wirklich durchgehendes Distanzgewebe. Also wenn man die Jacke oder die Wäsche ist ja anfasst, sie ist dünn, aber auch nicht hollaus, wie man jetzt im Schwäbischen sagen tät. Also sie ist kein Lumpe. Also sie hat wirklich, ist gut gepolstert. Das Distanzgewebe, das ist halt auch echt mega in Bezug auf Schweißtransport. Das heißt, das nimmt den Schweiß auf und transportiert ihn vom Körper weg, sodass man halt auch im Innern dann auch wirklich trocken bleibt. Genau. Ich selber finde das Distanzgewebe zusätzlich einfach mega angenehm, weil es total weich und anschmiegsam ist. Und einfach eine super Sache. Genau. Also man kann sehen, es ist wirklich durchgehend. Es ist nicht so, dass es nur in bestimmte Partien gepolstert wäre, sondern wirklich in der ganzen Jacke. Zusätzlich kann man dann, je nachdem, wie groß oder klein das Becken vom jeweiligen Träger ausfällt, hier noch mit einem Zipper praktisch die Jacke am Abschluss ein bisschen enger oder ein bisschen weiter stellen, ganz individuell. So, das Material, das ist schmutz- sowie wasserabweisend. Also du wirst lang nicht nass. Klar, ein Regenkittel ist keiner. Aber wenn mal gerade im Frühjahr ein Schauer kommt, das steckt die einfach weg. Ist natürlich dann auch wieder im Bereich der Schultern nochmal mit Schulterverstärkung ein bisschen besser prepared, sage ich jetzt mal, dass man einfach auch gerade in dem primär betroffenen Bereich, wenn es mal kurz regnet, nicht nass wird. Weiter hat die Jacke dann auch die Reflexstreifen auf der Brust sowie auch auf dem Rücken. Einfach für eine höhere Sichtbarkeit, wenn es einfach nur nicht morgen zum sexy gleich hell ist, sondern eher nur cool Nacht, dann kann man einen mit den Reflexstreifen im Scheinwerferlicht tipptopp sehen. In Kombination mit den Dreikon-Reflexstreifen einfach für eine höhere Sichtbarkeit. Jo, das Ganze ist im Klima-Air, also mit Klima-Air-Technologie gefertigt, auch wieder für einen guten Schweißtransport, also dass man halt innen schön trocken bleibt. Stretch-Air-Technologie, also die Jacke ist wirklich mega angenehm. Ja, ich glaube, da kommt auch einiges fest, und sie passt immer noch, weil sie einfach nachgibt. Die Brusttaschen sind auch ganz im Pfanner-Style im Zip-to-Zip gefertigt, also quasi man kann sie sowohl horizontal wie auch vertikal öffnen und man kann dann die Jackentasche oder Brusttasche kann man komplett öffnen. Da kommen auch die größte Wurstfinger rein, sage ich jetzt mal, so ganz salopp. Und man hat wirklich sehr, sehr viel Stauraum. Also Handy, Block, Stift, alles rein damit. Sowohl rechts wie auch links. Auf der Schulter hat das Ganze noch das Pfanner-Logo eingestickt. Finde ich immer echt schöner Eyecatcher. Und der Kragen von der Jacke, der ist hoch abschließend. Das finde ich auch immer wichtig, dass es euch nicht gleich ins Halseck nachzieht. Genau. Und wenn dir das Video jetzt zur Jacke gefallen hat, dann würde ich mich echt mega freuen, wenn du mir ein Like da lässt, mir folgst und vielleicht einfach mal schön auf meiner Website reinklickst. Danke.